Ich kannte noch die DDR. Ich kannte auch noch Russland, als es sozialistisch war. Und das Interessante war, dass damals, wenn man in den Osten reiste, man in den Zeitungen öfter das Thema Desinformation lesen konnte. Desinformation wurde gesteuert von außen. Desinformation war meistens irgendeine auch berechtigte Kritik am System. Und da war natürlich der böse Feind im Hintergrund, der die Leute in der Sowjetunion damals oder auch in der DDR verwirren wollte und so weiter. Aber auch in anderen Diktaturen auf dieser Welt kennt man das gleiche Muster. Wenn ein System kritisiert wird, dann sind es meistens böse Feinde von außen und irgendwelche falschen Informationen, Desinformation, das versucht, ein Regime zu destabilisieren. Merkwürdigerweise sind diese Begriffe mittlerweile auch in Deutschland immer häufiger angewandt, wenn man beispielsweise in die Medien guckt oder die Zeitung liest, wenn man es überhaupt noch tut, oder ARD und ZDF sieht. Immer dann, wenn es um Kritik geht, heißt es, es wäre gesteuerte Desinformation, es käme irgendwelche rechte Leute würden irgendwie die Regierung kritisieren, was man ja nun gar nicht machen kann. Oder eben der böse Russe ist daran schuld, dass irgendwo auf der Welt Seiten auf Deutsch aufpoppen, wo die Regierung kritisiert wird. Letzten Endes ist es so, dass die Kritik schon als Desinformation bezeichnet wird. Und Kritik an dieser Regierung gibt es ja genug. Nur wo liest man die? Wahrscheinlich nicht im Mainstream. Ich frage mich manchmal, eigentlich braucht Deutschland ja nur noch eine Zeitung und einen Kanal, denn sie schreiben ja sowieso immer nur das Gleiche. Und wenn es um das Thema Desinformation geht, da ist das Geschrei oft groß. Aber die Frage ist doch, wer desinformiert hier wen? Beispielsweise haben Baerbocks Digitaldetektive angeblich eine russische Lügenkampagne aufgedeckt. Das schreibt der Spiegel ganz groß, und das haben natürlich auch andere Medien übernommen. Ein Trommelfeuer der Desinformation. Spezialisten des Auswärtigen Amtes haben auf Elon Musks, ja, Elon ist ja eh böse, kurz nach Nachrichtenplattform X, eine systematische russische Kampagne ausgemacht. In der Bundesregierung wächst die Sorge um Wahlbeeinflussung. Ja, was denn für eine Sorge? Ich meine, die Zustimmung zur Regierung ist doch aktuell sowieso nur noch bei 17% und sinkt weiter. Also die Frage ist doch, was für eine Desinformation handelt es sich denn hier, wenn man also die Bauernproteste ja, sich darauf spezialisiert und fragt, wo drückt der Schuh, wenn man mit den Leuten auf der Straße spricht, die immer weniger Geld haben, wenn man kritisiert, dass beispielsweise die Steuereinnahmen in Deutschland auf Rekord sind und der Staat trotzdem immer mehr Geld haben will. Also wo ist denn das Problem? Ich sehe das so, dass also ein Staat oder eine Regierung, die ihre Arbeit ordentlich macht, Desinformation überhaupt nicht befürchten muss. Das würde ja einfach so abprallen. Aber wenn irgendwas dran ist, dann ist das Geschrei und das Gezeter groß. Also die Frage ist ja, wer, wie ich schon sagte, desinformiert denn hier mehr? Die deutsche Presse oder irgendwelche Seiten im Internet, wo zugegebenermaßen zugespitzte Kritik an der Regierung zu lesen ist? Wenn diese Regierung wirklich ihre Arbeit sauber und richtig machen würde, dann könnten da so viele Internetseiten in der Welt sein, wie man nur will. Das würde überhaupt nichts ausmachen. Aber wenn man glaubt, dass die Leute das tatsächlich übernehmen oder dass bei denen irgendwie ein Aha-Effekt auftritt, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Und da muss man sagen, ja, das ist alles böse Desinformation, die ist irgendwie von den Russen gesteuert. Und überhaupt, wer hier auf die Straßen geht oder sonst wie die Regierung kritisiert, der wird natürlich, das kann ja nur rechtes Spektrum sein. Kein normaler Mensch würde doch das Handeln von Baerbock und Co., von Habeck und Scholz irgendwie in Frage stellen. Also, sind schon merkwürdige Zeiten, in denen wir leben. Und die Frage ist natürlich, ob all das, was wir in den Medien so mitkriegen, die Geschichte um Potsdam, da komme ich gleich nochmal zu, nicht auch irgendwie eine Form von Desinformation ist. Denn die Potsdam-Geschichte ist ja komischerweise schon im November passiert. Ja, hätte man sie ja auch im November bringen können, aber nein, man hat gewartet, bis die Bauern auf die Straße gingen, um diese Proteste quasi in den Hintergrund zu rücken. Und das ist auch schon
eine Form von Desinformation. Da kommen wir aber gleich noch zu. In den Medien und auch bei YouTube wird immer noch heiß diskutiert, dieses Bild, das ich ja vor 2 Wochen auch öffentlich gemacht habe, ob es sich hierbei um eine Bildmanipulation handelt oder nicht. Es gab sogar ganze ZDF-Beiträge darüber, wo es heißt, nein, dieses Bild, das du hier siehst, ist nicht manipuliert. Okay, es sieht auf den ersten Blick so raus, als wenn hier irgendwelche Menschen reingepixelt wurden oder reinretuschiert wurden, da wo normalerweise die Alster steht. Aber nein, 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 das Bild ist nicht manipuliert, kann man allerorten lesen. Es ist nur aus einer anderen Perspektive aufgenommen. Jetzt frage ich dich aber, ist es ein Unterschied, ob man ein Bild so geschickt aufnimmt, dass der Eindruck erweckt wird, dass hier auf der kleinen Alster Menschen stehen? Oder ist da ein Unterschied, ob man sie da reinretuschiert oder ob man das Foto so aus einer so geschickten Perspektive aufnimmt, dass man den Eindruck hat, insbesondere derjenige, der nicht in Hamburg lebt, das ist ja ein Bild aus Hamburg, dass da tatsächlich überall Menschen von links, rechts und oben und unten, was weiß ich, was stehen. Ob es nun reinretuschiert wurde oder aus einer anderen Perspektive aufgenommen wird, spielt doch am Ende überhaupt keine Rolle. Wichtig ist doch, was für ein Eindruck vermittelt werden soll. Und diesen Eindruck kann man natürlich auch durch geschicktes Fotografieren herstellen, sodass das ja auch ja, irgendwie im weitesten Sinne eine Form von Manipulation ist. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Auch die Frage, wie man eben dann damit umgeht, das wird alles sofort rechts geframed und irgendwie in eine bestimmte Ecke gestellt. Die Leute werden dämonisiert. Man setzt sich nicht mit den Fakten auseinander, sondern diskreditiert sie, macht sie in irgendeiner Weise emotional auch fertig. Das sieht man ja immer, dass dann auch die emotionale Karte gespielt werden. Das sind alles ganz böse Menschen und die kommen von irgendwoher. Die sind wahrscheinlich von Russland alle gesteuert und die wollen dieser Regierung nur Böses. Also hört mal, liebe Leute, also man kann doch wohl die Regierungsarbeit noch kritisieren oder kann man das etwa nicht mehr? Das ist die große Frage, die sich 2024 stellt. Sie haben natürlich alle Angst vor den Wahlen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu Potsdam. Es ist schon merkwürdig, und ich sprach ja eben von den merkwürdigen Diktaturen, die ich bereits schon in meinem Leben erlebt habe, inklusive DDR und auch Sowjetunion. Das sind so Begrifflichkeiten, die eben heute wieder aufpoppen. Und das ist nicht nur der Begriff Desinformation, der geradezu inflationär aktuell verbreitet wird, sondern es sind auch so Geschichten wie Einreiseverbot. Einreiseverbot für einen bestimmten Menschen oder Grundrechteentzug. Also, mein Gott, das sind ja alles Dinge, das wird in den Medien so diskutiert, als wenn man über den Brötchenkauf sprechen würde. Ich meine, das sind extreme Eingriffe in die Freiheit jedes Menschen, in die grundgesetzlich garantierten, verbrieften Freiheit eines Menschen, die hier einfach so weggewischt werden und man also jemandem ein Einreiseverbot erteilen will, der sich zumindest rechtlich nie hat was zu Schulden kommen lassen. Die andere Geschichte ist natürlich auch mit einem Grundrechteentzug für jemanden, der in einer unliebsamen Partei Chef ist. Also anstatt sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, werden diese Menschen praktisch komplett diskreditiert, bis sie entmenschlicht werden und man ihnen dann auch noch die Grundrechte entzieht. Also wenn das einhält in Deutschland, dann haben wir eine ganz neue Umlaufbahn vor uns. Also ich kann das gar nicht glauben. Oder auch zum Beispiel Parteienverbot. Also eine Partei, die plötzlich ziemlich, immer stärker wird, wird am Ende dann doch verboten. Ich glaube nicht daran, dass sie es schaffen, aber dass das Land auf, Land ab immer wieder neu diskutiert wird, als könne man eine Partei, die im Osten ja 35, 37% hat, einfach so verbieten, das geht ja gar nicht. Und jetzt nochmal zurück zu Potsdam. Es war schon extrem merkwürdig. Und das zum Thema Desinformation, dass das Potsdam-Ding aufgepoppt ist, als die Bauern auf die Straße gingen. Und natürlich hat dann Potsdam und die Aufrufe zu Demos, haben die Medien
ja sozusagen eingenommen, um das andere mehr oder weniger wegzudrücken. Das war ein geschickt gewählter Zeitpunkt, muss man sagen, denn soweit ich weiß, war die Geschichte in Potsdam ja am 23. November und nicht am 8.1.2024, als die Bauern auf die Straße gingen. Also wenn das keine Desinformation ist oder irgendwie, ja, ich will die anderen Worte jetzt nicht nennen, dann weiß ich überhaupt nichts mehr. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass sich im Nachhinein herausstellt, dass da in Potsdam überhaupt nichts Illegales besprochen wurde. Das sogenannte Geheimtreffen, wenn es eins gewesen wäre, da hätte man ja wahrscheinlich sogar die Vorhänge zuziehen können oder man wäre in den Keller gegangen oder sonst irgendwas. Aber da waren ja sogar die Vorhänge auf, sodass man die Menschen dort fotografieren konnte. Und im Nachhinein wurden dort Dinge hineininterpretiert oder den Leuten auf die Zunge gelegt und dann in den Medien hochgepusht, die auf dem Treffen offensichtlich so gar nicht stattgefunden haben. Also da muss man doch mal ganz deutlich unterscheiden. Ich suche gerade hier noch das entsprechende Bild, was da eigentlich los war. Und tatsächlich war es so, dass da eigentlich nichts passiert ist, was also ja gegen Gesetze verstoßen hat oder was den Verfassungsschutz irgendwie auf den Plan gerufen hätte. Jetzt gibt es natürlich Gerüchte, dass der Verfassungsschutz sogar selbst dabei war. Also mir scheint das so, als wenn hier auch etwas hochgepusht wird, was so tatsächlich nicht der Wahrheit entspricht und dann eben korrektiv dazu benutzt wurde, diese Sache aufpoppen zu lassen, damit alle Medien das übernehmen können. Und die haben das natürlich dann neu interpretiert. Also der Korrektivchef hat gesagt, dass man ja bestimmte Vokabeln nicht benutzt hätte, aber die Medien benutzen diese Vokabeln, so Deportation und Vertreibung und was weiß ich was alles. Davon war nicht die Rede, sondern nach Aussagen der Teilnehmer ging es dort um die Frage, ob das, was selbst von der SPD und von der Ampelkoalition schon besprochen wurde, irgendwie durchführbar sei oder nicht. Das zum Thema Desinformation oder sagen wir mal gezielte und verzerrte Informationsstreuung, da brauchen sich die Medien nicht zu wundern, dass sie Tag für Tag mehr an Glaubwürdigkeit verlieren und die Alternativen natürlich immer mehr Zuspruch bekommen. Man muss beide Seiten mit einer gewissen Diskrepanz sehen, mit einem gewissen Abstand. Und man muss immer wieder neu und selbst urteilen, ob das, was einem da präsentiert wird, tatsächlich der Wahrheit entspricht oder nicht. Jeder ist aufgefordert, jede Schlagzeile, nicht nur bei den alternativen Medien, da passieren natürlich auch viele Fehler, sondern eben auch im Mainstream, im Spiegel, in ARD und ZDF, bei der Tagesschau. Jeder muss das immer wieder neu in Frage stellen und genügend Stoff liefern sie ja offensichtlich. Also Desinformation aller Orten. Folgt mir auf Telegram, dort immer aktuell informiert zu Themen aus Politik und Wirtschaft. Der Link ist gleich unter dem Tube.